Der Eurotech Pro ist das Einsteigermodell von Technatics und bietet in seiner Preisklasse unschlagbare Vorteile im Vergleich zu anderen Modellen in dieser Kategorie. Der Eurotech Pro ermöglicht einen präzisen Umgang mit einer Vielzahl praktischer Funktionen. In diesem Film beleuchten wir die wichtigsten Features einmal etwas genauer. Die Montage des Eurotech Pro ist schnell, benutzerfreundlich und komfortabel. Einfach die 20 cm breite Suchspule und das dreiteilige Gestänge zusammenstecken. Die Höhe kann hierbei in 9 verschiedenen Stufen individuell angepasst werden. Schon im nächsten Schritt zeigt sich ein großer Vorteil im Vergleich zu anderen Herstellern. Das Gestänge des Eurotech Pro verfügt über eine Gestängeverriegelung. Ist diese einmal richtig angezogen, schwenkt sich der Eurotech Pro wie aus einem Guss. Kein Klappern und kein Wackeln. Danach wickeln Sie das Kabel bis zur gewünschten Länge um das Gestänge und verbinden die Suchspule mit dem Elektronikteil. Beim ersten Angreifen fällt sofort die flexible und leicht gepolsterte Armstütze auf. Diese und besonders das extrem geringe Gewicht von 1,1 Kilo sorgen für ein sehr angenehmes und vor allem leichtes Schwenken, was stundenlanges Suchen zum Kinderspiel macht. Um den Eurotech Pro nun einsatzbereit zu machen, legen Sie noch eine 9 Volt Alkaline Block Batterie ein. Der Metalldetektor arbeitet nur mit dieser einen Batterie bis zu 25 Stunden und benötigt nicht wie andere Modelle 4 oder mehr Batterien. Auf der rechten Seite des Displays kann der Zustand der Batterie übrigens auch jederzeit kontrolliert werden. Der Eurotech Pro ist nun startklar und wird über die Power-Taste eingeschaltet. Wer möchte, kann nun noch einen Kopfhörer an der linken Unterseite des Geräts anschließen. Der Kopfhöreranschluss ist hierbei übrigens auch durch einen Verschluss vor dem Eindringen von Schmutz geschützt. Wer nun loslegt, wirft als erstes einen Blick auf das Display. Hier fällt sofort die sehr große Leitwertanzeige des Eurotech Pro auf, was viele andere Geräte in dieser Preisklasse nicht bieten. Direkt in der Mitte werden, deutlich lesbar, die Leitwerte der Funde angezeigt, sodass schon im Vorfeld grob abgeschätzt werden kann, was unter der Spule liegt. Auf der linken Seite des Displays befindet sich zusätzlich noch die Tiefenanzeige, die schon beim Schwenkvorgang die Tiefe auf münzgroße Metalle anzeigt. Damit kann in etwa eingeschätzt werden, wie tief das gefundene Objekt liegt und wie tief gegraben werden muss. Mit einem Druck auf die Menütaste können verschiedene Einstellungen am Eurotech Pro vorgenommen werden. Mit der Sensitivity wird zum Beispiel die Leistungsstärke während der Suche eingestellt. Sollte es mal zu Störungen kommen, hilft das Verringern der Sensitivity. Übrigens ist der Detektor weitestgehend vor der LTE-Handystrahlung abgeschirmt und läuft im Regelfall extrem ruhig und störungsfrei. Als nächstes kommen wir zu dem Punkt Disk. Die Diskriminierungsfunktion ermöglicht es, Leitwerte bis zu einer bestimmten Zahl auszublenden, sodass diese nicht in der Suche berücksichtigt werden. So kann der Eurotech Pro etwa unerwünschte Eisenobjekte mit niedrigem Leitwert ignorieren. Das spart schon von vornherein Zeit und Frust bei der Suche. Abhängig vom Leitwert erzeugt der Detektor 3 verschiedene Töne. Leitwerte von 0 bis 40 erzeugen einen tiefen Ton. Leitwerte von 41 bis 70 erzeugen einen mittleren Ton, der sich mit der Nähe zum Objekt in der Höhe ändert. Und Leitwerte über 70 erzeugen einen hohen Ton. Mithilfe dieser Funktion ist man immer auf der sicheren Seite, was das Erkennen lohnenswerter Signale angeht. Ein weiterer wichtiger Vorteil im Vergleich zu anderen Modellen der Einsteigerklasse ist die Möglichkeit, die Lautstärke zu regulieren. Mit der Lautstärkeregelung von 0 bis 9 lassen sich alle 3 Töne gleichmäßig anpassen. Ab Lautstärkestufe 10 steht die letzte Ziffer der Anzeige für den Eisenton, der mit steigender Zahl wieder langsam lauter wird. Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf die Pinpoint-Funktion. Hiermit können Funde deutlicher lokalisiert werden. Man setzt hierbei die Suchspule neben dem Objekt ab, hält dann die Pinpoint-Taste gedrückt und schwenkt wieder Richtung Objekt. Wo nun der Ton am lautesten ist, befindet sich genau im Zentrum der Suchspule das gefundene Objekt. In der Mitte des Displays wird die Tiefe in Zentimeter angezeigt. All diese Funktionen heben den Eurotech Pro in dieser Preisklasse deutlich von anderen Metalldetektoren ab und machen ihn so zum idealen Einsteigermodell für angehende Schatzsucher und Sondengänger.